Einen wunderschönen guten Abend. Heute wollte ich mit euch Spinatknödel auf Tomatenragout kochen. Es gibt wunderbar frischen Spinat hier vorne. Ganz viele andere leckere Sachen noch. Okay, ein Glas Wein ist noch dabei, aber es ist ja schon spät. Dann habe ich jetzt noch hier Semmelbrösel, da sind ein bisschen Mehl dazu, Eier, Mozzarella, Zwiebeln und der Rest kommt nachher noch. Und jetzt fange ich direkt schon mal an. Spinatknödel habe ich mir auf heute kochen gelegt. So, Kochvorgang. Also erst auf der linken Seite seht ihr natürlich immer, was ihr alles dazu braucht. Da wäre jetzt zum Beispiel Blattspinat oder halt auch frischen Spinat. Und dann geht ihr auf Kochvorgang starten. Jetzt kommen 200 Gramm Blattspinat tiefkühl angetaut in Stücken. So, ich habe mich jetzt für frischen Spinat entschieden. Das geht mit Sicherheit genauso gut, weil frischer Spinat schmeckt einfach besser. Jetzt gebe ich auf jeden Fall den ganzen Spinat hier rein. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ich habe jetzt bis jetzt hier oben hin. So, weiter. Deckel drauf. Weiter. 7 Sekunden, Stufe 7. Ich werde mit dem Spatel auch etwas mithelfen, weil. So. Der ist jetzt schön klein geworden. Also wie gesagt, mit frischem Spinat geht das mit Sicherheit genauso gut. Und es geht auch genauso gut. So, fertig, klicken Sie auf Weiter. In eine Schüssel umfüllen. Jetzt kommen noch Zwiebeln dazu. Weiter. 5 Stängel frische Petersilie. So, weiter. Wieder zu kleinen. Es geht im Prinzip. Weiter. Mit dem Spatel wieder nach unten schieben. Jetzt habt ihr noch den Rest Spinat hier drin und dann noch die Petersilie mit den Zwiebeln hier vorne. Riecht doch schon gut. 60 Gramm Butter. Das hatte ich vorher schon abgewogen, damit es ein bisschen schneller geht. Sieht doch schöner aus, wenn ich die jetzt hier so rausnehme. So, 60 Gramm Butter. Schließen wieder. Weiter. 4 Minuten, 120 Grad, etwas andünsten. Das macht er jetzt alleine und gleich geht es direkt weiter. So, die Zwiebeln sind jetzt angedünstet mit der Petersilie. Jetzt kam noch Milch dazu. Das ist ein kleines bisschen zu viel Milch, macht aber nichts. Die Semmelwürfel. Semmelwürfel sind Semmelbrösel. Ganz normal, ihr könnt auch altes Brot nehmen, wenn ihr jetzt altes Brot übrig habt. Gibt einfach altes Brot, gibt es in den Thermomix und zerkleinert das. So. Altes Brot hat man ja eigentlich immer da oder überhaupt, wenn es kein altes ist, nehmt ihr halt frisches Brot. Das ist auch nicht schlimm. So, Mozzarella in Stücken. Stückchen. So. 40 Gramm Weizenmehl. Den zerkleinerten Spinat. Schön hier rein. Also es ist wirklich jeder einzelne Handschritt ist wirklich total einfach jetzt auch erklärt. 3 Eier mit hier rein. Etwas Salz. Etwas Muskatnuss. Geht auf Geschmack. Könnt auch vielleicht ein bisschen mehr geben. Weil wir lieben gerne Muskatnuss. Darf es ruhig ein bisschen mehr sein. So, Spatel einsetzen und bewegen, während sich das Messer dreht. Im nächsten Schritt 30 Sekunden auf links laufen, Stufe 3. Schön verrühren. So, und diese Masse muss jetzt quellen. Ein bisschen aufstocken. Und wird gleich auch geformt zu euren leckeren Spinatknödeln. So, jetzt sollte die Masse hier umgefüllt werden in eine Schüssel. Das habe ich jetzt hiermit gemacht hier. Dann kam noch 100 Gramm Zwiebeln und eine Knoblauchzehe kommt noch mit dazu. Hier rein jetzt. Eigentlich sollte der Topf gespült werden, habe ich aber jetzt mal nicht gemacht, weil ich dachte,
So ein bisschen Spinat ist eigentlich nicht schlecht. Das ist einfach drin. So, weiter. 4 Sekunden, Stufe 5. Das ist wieder typisch für mich. Jetzt finde ich den Deckel wieder nicht. So. Das sind jetzt die Zwiebeln und die Knoblauchzehe ist jetzt hier drin. Mit dem Rest Spinat noch. Mit dem Spatel nach unten schieben. Jetzt kommen 20 Gramm Olivenöl noch mit dazu. Ihr könnt auch, wenn ihr kein Olivenöl mögt, könnt ihr auch gerne noch anderes Öl nehmen. So, weiter. Jetzt wird das Ganze angedünstet, wie wir das eben auch hatten. 2 Minuten 120 Grad andünsten. So, jetzt habe ich gerade total vergessen zu filmen. Da kamen noch 400 Gramm stückige Tomaten aus der Dose mit rein. 10 Gramm Tomatenmark. Oh, die ist noch ganz neu, die muss ich noch mal gerade aufmachen. Ich schiebe euch mal gerade hier rüber, dann seht ihr vielleicht den Thermix ein bisschen mehr. So, 10 Gramm kommen jetzt hier noch von mit rein. Gut, es sind 12 Gramm. Weiter. Etwas Zucker. 10 Gramm Zucker. Auch gut. So, oder ein Teelöffel. Nee, Teelöffel steht da, oder? So, Thymian getrocknet, mag ich nicht. Etwas Salz, mag ich schon. So, Deckel drauf. So, jetzt wird das Ganze erstmal bei 70 Grad etwas eingeköchelt. Währenddessen steht nämlich jetzt hier im Thermomix auch dran, Varoma-Behälter und Einlegeboden mit Olivenöl einfetten. Dann weiter mit den nassen Händen aus diesem Knödelteig 12 kleine Knödel formen und oben in den Varoma einlegen. Ihr könnt dann natürlich so alternativ, holt ihr Butterbrotpapier, macht dieses nass und legt das dann da rein. Also das ist jetzt meine Variante, ich fette jetzt kein Varoma-Einlegeboden ein, sondern ich nehme jetzt einfach Butterbrotpapier, zerknüttel das ein bisschen, mache ein paar Löcher vielleicht rein und legt den dann halt oben in den Varoma rein. Zeige ich euch aber auch jetzt gleich. So, das ist jetzt das Butterbrotpapier. Ich habe zwar jetzt hier Sagerpapier, aber das geht mit allem. Nehmt das jetzt hier, zerknüttelt das, damit ihr die Struktur so ein bisschen brecht und unter Wasser. So, und das legt ihr dann jetzt hier so drauf. Da könnt ihr jetzt schön eure kleinen Knödel drauf geben. So, da ich das mit den Händen nicht mag, dass man die so knuddelt. Ich könnte jetzt auch ein Eisportionäre holen oder ihr nehmt einfach jetzt hier einen Löffel und gebt immer so einen kleinen Klecks hier drauf. Geht genauso gut. Dann habt ihr halt nicht so schöne Runde, aber es geht schneller. Ich bin ja immer für alles, was schneller geht. Deswegen auch also mit dem Kartoffelschäler. Manch einer sagt, den Peeler braucht man nicht. Klar, braucht kein Mensch. Braucht doch kein Mensch ein Auto, du kannst zu Fuß gehen. Nee, aber es ist halt, jeder hat andere Interessen, jeder hat andere Bedürfnisse. Und wenn einer sagt, ich mag ganz gerne ein Auto haben anstatt ein Fahrrad oder sonst was, dann nehmt ihr halt ein Auto. So ist es mit dem Thermomix aus. Der eine sagt, ich kann mit Töpfen möchte ich ganz gerne kochen. Der andere sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf mit Töpfen zu kochen. Genauso ist es auch jetzt hier. Ich habe jetzt in dem Moment eigentlich auch keine Lust, die Knödel zu kleinen Kugeln zu formen. Ist mir einfach zu aufwendig. Aber das hier ist genauso gut. So, jetzt gebt ihr da hier rein. Habt ihr solche kleinen Kleckse dann hier gemacht. So, den Rest geben wir jetzt hier unten rein. Das ist doch eine große Menge. So. Das mit dem Einfetten von Varoma, vermute ich, ist auch noch aus der Zeit, als der Varoma aus Edelstahl war. Da musste man den auf jeden Fall zwangsläufig, meine Katzen kämpfen gerade, zwangsläufig einfetten. Sag mal! Sorry. Die haben beide ihre 5 Minuten. Hilfe. Oh Gott. 100 Gramm Wasser dazu. Ich habe mich schon gewundert, warum es so dickflüssig ist. Ich lese mir auch die meistens vorher die Rezepte. Sollte man aber machen. So. 250 Gramm Cocktailtomaten. Komm mal her. Das sind die hier.
schon ganz schön viele. So. Ja, 270 macht jetzt auch nichts. Bleiben halt jetzt drin. Weiter. So, jetzt wird der Varoma aufgesetzt. Das heißt, hier der Deckel kommt jetzt als erstes drauf. Und da ist jetzt der Varoma mit unseren Spinatklößchen. So, ich zeige mal gerade die Unterseite. Und hier oben ist auch noch alles voll. So, aufsetzen. Weiter. Und das Ganze jetzt 18 Minuten Varoma auf Stufe 1 köcheln. Gleich sehen wir uns wieder. Und in der Zeit räume ich jetzt komplett alles hier weg. Das ist halt das Praktische daran. Du brauchst dich jetzt gar nicht mehr weiter drum zu kümmern. Cool, gell? Wir lassen uns jetzt hier unsere Spinatknödel in der Tomatensauce schmecken. Kocht es einfach mal nach, weil wer frischen Spinat mag, ihr könnt es auch mit anderen grünen Sachen auch machen. Probiert es einfach aus. Es lohnt sich. Es duftet auch ganz gut. Ich zeige es euch mal jetzt gerade in die Kamera. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen hoch. Denkt dran, an meinen Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer mit, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt hier. Ihr könnt auch gerne mal Wünsche reinschreiben, welches Gericht ich gerne für euch kochen darf. Und wir sehen uns. Bis dann.